Hallo, da bin ich wieder. Und was soll ich euch sagen? Der erste Zug dreht seine Runden. Ja, ich hab's geschafft. Nach langem Rumgemähre geht die Platte jetzt zu, ja, sag mal 95%, ein paar kleine Macken sind noch drauf. Aber ich kann euch sagen, dass die Fehler zu suchen, das war nicht mehr schön. So, dann fahren wir mal los. Hoffentlich kommt es jetzt nicht zum Unfall. Das ist das Problem. Diese Weiche hier, die stellt sich immer wieder zurück. Wenn du nicht vergisst, die Weiche umzustellen, hast du ein Problem. Man fährt dann nämlich auf falsche Gleise und bleibt stehen. Also weit, so gut, ne? Aber das war noch nicht alles. Denn auch die obere Strecke funktioniert einwandfrei. Na, jetzt muss ich das mal hier wieder zurückstellen. Zack. Ein Problem gibt es auch dann wieder. Der Tunnel ist zu klein. Die hier fährt schon mal nicht durch. Die, der Ostblock. Der Ostblock fährt nicht. Weil sie ist einfach zu dick und passt nicht durch den Tunnel durch. Ups. Dann versuchen wir mal die hier. Die Dampflok. Moment, nicht aufs Abstellgleis stellen. Mal gucken, ob es richtig drin ist. Ja. Ja, nun gibt es auch ein Problem. Ihr seht ja nun, dass wenn die Dampflok jetzt hier ihre Runde dreht, will die irgendwann aufs Außengleis. Tja, ich denke, da müssen wir einen Zug runternehmen. So. Und so. Dann müssen wir mal hier gucken, ob wir das auch richtig eingestellt haben. Das ist Abstellgleis. Aber so machen wir. Hoffentlich habe ich das richtig gemacht. Und die Weichen ist halt das Problem. Ja, genau. Das habe ich gewartet, dass das wieder passiert. Verstehe nicht, wieso das manchmal nicht geht und manchmal geht. Obwohl ich es vorhin ausprobiert habe, hat es einwandfrei funktioniert. Jetzt geht es wieder nicht. Diese Schaltung von dieser alten Platte ist wirklich schlimm. Wer sich das ausgedacht hat, ey, echt. Und nicht mal beschriftet. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Hier mal schalten hier. So, das versuchen wir es einfach nochmal. Dann nehmen wir halt die E-Lok. Ja, wir haben noch eine E-Lok. Die passt Gott sei Dank durch den Tunnel durch. Da ist noch Saft drauf. Nee, auch nicht. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich euch bloß mal zeigen, wie schön der Kreis dreht, aber jetzt geht's wieder nicht. Und das ärgert mich richtig dermaßen, weil das nämlich alles ging. Ja, die Weiche sollte man richtig stellen. Er hat ja wohl irgendwie einen Widerstand eingebaut, dass der langsam fährt. Finde ich richtig bescheuert, sowas. Jetzt muss ich umschalten, sonst kommt es den Berg nicht mehr runter. Und das muss man jedes Mal machen. Ja, komm schon. Steht ihr jetzt, was ich meine? Unausgewogen. Ja, mach nur. Muss ich hier hinten umstellen? Ja, das meine ich. Ich verstehe es nicht. Mal geht's nicht. Ja.
Kann natürlich auch an dem Trafo liegen, weil der halt nicht richtig ausgewogen ist. Aber ihr seht, die Platte läuft wieder einwandfrei. Bis auf ein paar kleine Kinderkrankheiten, die ich noch ausmerzen muss. Wie diesen blöden Widerstand hier, dass der Zug so langsam fährt. Den finde ich richtig bekloppt. Ups. Na komm. Wenn du nämlich hier zu schnell bist, da fliegst du aus der Kurve. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn ich da unten nicht umschalte. Ja, ich fahre zu langsam. Richtig, dann bleibt er nämlich da stehen. Ich muss jedes Mal diesen Knopf hier drücken. Zack. Und dann geht's. Ja, automatisch werden die Weichen runtergestellt. Was ich richtig cool finde, wenn es Worten nicht funktionieren würde. Na komm, mach durch. Ja, das war klar. Diese Stelle hier ist schlimm. Aber im Ganzen müsst ihr doch sagen, hab ich das gut hingekriegt mit der Platte. Ja, das ist halt, kann man nichts machen. Muss ich halt noch ein bisschen tüfteln. Aber manchmal machen die Dinger hier, was sie wollen, die Weichen. Sind halt so alt. Na komm, Fahrer. Ja. Schade, vor uns hat er eine komplette Runde geschafft, ohne dass ich einmal anfassen musste. Na gut, das war's erstmal zu der Platte. Ich wollte euch ja bloß mal zeigen, dass jetzt wieder alle Gleise voll funktionstüchtig sind, bis auf ein paar kleine Hacker. Die finde ich auch noch raus, woran das liegt. Es wird langsam. Jo, und da bin ich mal gespannt, wie dann zum Schluss aussieht. Oh, das kann noch lange dauern. In dem Sinne.